Schönen guten Tag nochmal. Wie gesagt, mein Name ist Jens Sauer, Produktmanager bei Bentley Systems und zuständig für Industry Solutions und ganz konkret für Flughäfen und wir nennen das Industrial Campus. Das heißt also ein Campus nicht nur im akademischen Sinne, sondern der also verschiedene Bereiche enthalten kann. Sehen Sie gleich an einem Live-Beispiel, was wir darunter verstehen. Und ja, das große Thema ist natürlich der digitale Zwilling. Und ich wollte Sie jetzt nicht mit Theorie langweilen oder philosophische Debatten starten, sondern einfach mal drei Projekte vorstellen, die unsere Kunden damit ermöglicht haben oder umgesetzt haben. Und es sind also drei ganz verschiedene Projekte, die wir uns da anschauen wollen. Das wäre einmal die Siemensstadt in Berlin, natürlich als kleiner Brückenbau zu unserem Standort hier, aber ein sehr, sehr schönes Projekt. Dann wäre es der Flughafen Sydney und die Kaunas University in Litauen, die also da sehr, sehr weit gekommen sind mit Implementierung von digitalen Zwillingen und da auch viel experimentieren und viele Arbeiten darüber abhalten und immer wieder neue Anregungen und Ideen haben. Ja, ganz kurz zum Unternehmen. Also Bentley Systems ist schon ein Urgestein. Wir sind also nahezu 40 Jahre am Markt, sind mittlerweile über 5000 Kollegen und haben jetzt die 1 Milliarde Umsatz geknackt, sind in vielen Ländern vertreten und falls Sie nicht von uns gehört haben, wie gesagt, Bentley Systems, nicht das Auto, sondern die Software. Und ja, dann wollen wir einfach mal starten mit der Siemensstadt. Ich hoffe, der Ton kommt. Ansonsten schauen wir mal. Nee, kein Ton. Gut, dann werde ich kommentieren. Also das Projekt Siemensstadt ist einer der ambitioniertesten Bauprojekte in Berlin. Das umfasst eben dieses ehemalige Siemens-Gelände, auf dem alternde Produktionsinfrastruktur steht. Das soll über die nächsten Jahre umgebaut werden zu einem vielfältigen neuen Stadtbezirk, der sowohl Industriegebäude beinhaltet, wie aber auch kulturelle Gebäude, Shopping-Malls, Restaurants, Hotels. Also eine Vielzahl verschiedener Bestandteile soll diese Siemensstadt eben zu einem neuen, lebendigen Quartier vervollständigen und natürlich alles unter dem maßgeblichen Punkt der Nachhaltigkeit und der modernen Stadtentwicklung, dass es eben eine inklusive Umgebung geschaffen wird. Und was wir jetzt hier sehen, ist eben der digitale Zwilling der Siemensstadt. Und Sie können jetzt zum Beispiel suchen, können die Gebäude anklicken, können jetzt Informationen über diese Gebäude abfragen, diese können aus der Vielfalt von verschiedenen Datenbanken kommen. Hier sehen wir, dass zum Beispiel eben Versorgungsleitungen, Kabel, Rohrleitungen zweidimensional eingeblendet werden können. Das Ganze eben übersichtlich über eine Ebenensteuerung. Dann kann man natürlich Live-Daten wie IoT hinterlegen. Man kann auch zum Beispiel Inspektionssachen verbinden. Also die Datenquellen können vielfältig sein. Was man jetzt hier sieht, ist, dass man verschiedene Baustufen sieht, wie die Baustufen umgesetzt wurden, das eben ansprechend visualisiert. Ganz anderes Thema eben Bäume und Pflanzen. Auch das können Sie darüber verwalten. Es gibt also Städte, die scannen ganz bewusst nach Bäumen und Pflanzen und machen eben die Verwaltung der Bäume auch mittlerweile. Ein ganz anderes Anwendungsgebiet des digitalen Zwillings. Hier sieht man noch eine Wettbewerbsstudie, wo man verschiedene Versionen des Gebäudes darstellen kann. Alle Daten sind natürlich abfragbar und reportbar über Tools wie Power BI zum Beispiel, sodass Sie jederzeit einen Live-Einblick in Ihren digitalen Zwilling haben. Das sind also immer Live-Abfragen. Das ist kein Stand, der irgendwie veraltet sein kann, sondern alles immer live. Hier sehen wir nochmal die Möglichkeiten im BIM-Modell, dass Sie dort schneiden können, Schnitte erzeugen können. Punktwolken natürlich hier ein ganz großes Thema, können eingebunden werden. Und am Ende nochmal eine Übersicht, wie soll die Siemensstadt dann aussehen in 20 Jahren? Ich weiß nicht den genauen Zeitrahmen, den es brauchen wird. Aber für Berliner, denke ich mal, ein sehr, sehr schönes und interessantes Projekt. Und Siemens ist da eben unser Partner und setzt unsere digitale
Zwillingslösung eben ein und entwickelt sie damit auch kontinuierlich weiter. Und so gehen wir da Hand in Hand, Siemens und Bentley, zusammen für den digitalen Zwilling der Siemensstadt. Ja, dann ein weiteres, genau, erst ein ganz anderes Thema, aber auch eine sehr, sehr schöne Umsetzung eines digitalen Zwillings ist der Flughafen Sydney, wo also auch eine Vielzahl von Datenquellen miteinander verbunden werden, 2D-Daten, 3D-Daten aus den unterschiedlichsten Systemen. Und das ist einer der komplexesten Zwillinge, die wir bis jetzt umgesetzt haben. Es sind also über 100 Teilprojekte, die dann in einer gemeinsamen Oberfläche angeboten werden. Und der Kunde, oder der, nicht der Kunde, der Nutzer, hat dann eben eine ganz spezielle Sicht, die er sieht, damit er nicht verloren ist in den 100 Projekten, sondern dass er jederzeit Übersicht behält und nur die Daten sieht, die ihn auch interessieren oder die nur für ihn eben freigegeben wurden. Ja, hier sieht man eben die Möglichkeit, dass man dort eben Bilder oder Kameras, Live-Daten auch verlinken kann. Das soll natürlich alles nur symbolisch sein, weil wir jetzt natürlich nicht die Live-Daten hier einblenden können, aber Sie können sich sicher vorstellen, wie das Ganze in der Realität dann funktioniert. Auch hier wieder der Übergang zu den Scan-Daten. Die können also auch aus den verschiedensten Quellen eingebunden werden, entweder vollständig integriert im digitalen Zwilling oder verlinkt, wenn die Dateigröße ins Astronomische steigt, kann man das auch verlinken oder Sie können es auch vollständig integrieren und haben hier auch ähnliche Möglichkeiten wie bei einem guten BIM-Modell. Sie können also messen, Sie können Kollisionen berechnen, Sie können Stati vergeben. Dann nochmal eine andere Anwendung, das wäre Mietflächenverwaltung, ist für Flughäfen halt ganz wichtig, ist neben dem Flugverkehr die größte Einnahmequelle und deswegen ist für Flughäfen das natürlich ganz elementar, dass die Mietflächen auf Stand sind, dass die Fälligkeit von Verträgen geprüft werden, dass eventuell Überschreitung der gemieteten Fläche erfasst wird. Also teilweise scannen die den, ja nicht mehrmals täglich, aber sagen wir einmal die Woche, scannen Sie nochmal die reinen Geschäftsräume und schauen, ob der Kunde seine vereinbarte Mietfläche überschritten hat zum Beispiel. Also mal eine ganz andere Anwendung. Ja, und als letztes die Kaunas Universität in Litauen. Wie gesagt, sehr aktiv dabei mit Einbringen von neuen Ideen. Also was wir jetzt links oben sehen, ist zum Beispiel eine Flutsimulation. Also kein schönes Thema, aber muss auch gemacht werden. Auch sowas kann man eben realisieren mit einem digitalen Zwilling. Rechts oben sehen wir dann die Ermittlung von Dachflächen für Solarpanels und deren Bestückung dann. Jetzt hoffe ich, dass ich das von hier aus klicken kann. Ansonsten, ja, müsste gehen. Dieser Dienst wird mittlerweile auch von Google angeboten, dass man eben Dachflächen vermessen kann. Wir haben das schon etwas früher umgesetzt. Dort kann man eben sehen, wie die Dachfläche dann eben vermessen werden kann mit den richtigen Winkeln, mit den richtigen Maßen und im Nachgang dann mit Solarpanels bestückt wird. Links unten sehen wir eine ganz andere Anwendung. Da geht es um EAQ, das heißt also Indoor Air Quality. Da wird eben mit Hilfe von Sensoren wird eben die Luftqualität in Vorlesungssälen ermittelt, bewertet und gegebenenfalls auch ein Alarm ausgelöst, wenn eben da gewisse Grenzwerte überschritten werden. Und unten rechts sieht man nochmal die Überlagerung vom digitalen Zwilling mit zum Beispiel Infrarotdaten, ob eben da ja Wärmeverlust droht oder potenzielle Übeltäter zu finden. Und das sind also ganz vielfältige Anwendungen für einen guten digitalen Zwilling und die Möglichkeiten, die man daraus alle rausholen kann. Natürlich nur eine kleine Auswahl, da gibt es noch viel, viel mehr. Und wenn Sie das interessiert, dann besuchen Sie uns gerne in der Halle 25, Stand 82, weil ich kann Ihnen dann auch
für die Siemensstadt und für die Kaunas University gibt es auch öffentlich zugängliche Links, die Sie sich dann anschauen können und da mal selber ein bisschen mit rumspielen können. Also sowohl Siemensstadt hat eine öffentliche Version, wie auch die Kaunas University, die da sehr bereitwillig ihre Daten teilt. Und das ist also ganz schön, dass man sich das eben auch selber angucken kann, wenn man das möchte. Ein bisschen experimentieren damit.